Ja, jetzt sind wir dabei, unsere Montagen vorzubereiten bzw. gleich auch auszulegen. Ja, und wir binden halt eine Rute direkt am Ufer mit einer Meeresche, die wir gefangen haben. Und das ist halt ganz normal Oberflächenmontage, Oberflächenrig. Das ist einfach aus einem Einzelhaken und einem Drilling. Und sollte halt nicht zu lang sein, damit der Köder wirklich schön an der Oberfläche tänzelt und schön plätschert. Und also ein Meter Vorfach, 1,20 Meter reicht da vollkommen. Haben unsere Montagen ausgebracht. Wir haben über Tag schöne Meereschen gefiedert. Und die haben wir jetzt auch als Köder genommen und gerade mal Stunde halb drinnen. Schön am anderen Ufer aus, abgespannt. Haben wir gleich einen schönen Biss bekommen. Das ist schöner. Ordentlich Rabatt. Die brauchen wir gar nicht lang hältern oder sonst was. Boah, der will auch gleich wieder weg. Wir zeigen euch kurz den Prachtkerl nochmal. Und dann kann er auch gleich wieder weg. Gar nicht groß dran bleiben.
Ja, immer noch erste Nacht. Der zweite Biss für heute. Unseren ersten mit 1,41 war schon wunderschön. Jetzt haben wir einen schönen zweiten. Der hat deutlich mehr. Ja, 1,65 Meter. Richtig schöner Fisch. Die Nacht ist noch jung. Erste Nacht. Da wird sicherlich noch einiges gehen. Richtig toller Fisch. Ah, was ist los? Was hat der? Ah, einen Meter hat er. 90 ist ein Meter. Schöne zweite Mähesche, schöner Oberflächenköder für die Welse. Ja, wir sind hier gerade beim Fiedern und wir wollen ein paar Köderfische zum Wallangeln fangen. Und dann ist uns dieser schöne Wildkarpfen eingestiegen. Schön länglich gezogen, schönes Schuppenkleid. Der Drill bei so einer einfachen Fiederroute hat echt Spaß gemacht. Das ist natürlich eine echt super nette Abwechslung. Vor allem, wenn man hier nicht gezielt auf Karpfen angelt und dann so ein schöner Fisch einsteigt. Herrlich. Ja, zweite Nacht nun hier an dieser Stelle verbracht. Besser gesagt die dritte. Die erste hatten wir noch keine Routen draußen. Jetzt zwei Nächte, wo wir aktiv hier fischen. Wir konnten vier Fische hier landen. Zweimal Meter, Meter 10, Meter 40 und schön Meter 65. Ja, letzte Nacht war jetzt nicht so berauschend. Nichtsdestotrotz haben wir uns dazu entschlossen, dass wir den Platz wechseln. Mal gucken, dass wir weiter flussaufwärts weiterfahren. Da waren auch ein paar heiße, interessante Plätze. War sehr viel totes Holz drin. Der Fluss war ein bisschen schmaler, das heißt, man kann gut abspannen. Und ich denke mal, wir warten jetzt noch eine Stunde, zwei Stunden, legen wir uns nochmal hin, weil wir sind doch ziemlich kaputt, weil die Nacht ein bisschen unruhig war. Viele Fehlbisse gehabt, musste man wieder neu rausbringen. Das war schon ein bisschen nervig, aber es gehört dazu.
Und ja, dann denke ich mal, packen wir dann demnächst auch ein. Machen wir hier klar Schiff, räumen wir ein bisschen auf. Machen unsere Schnüre, die wir angebunden haben, die nehmen wir natürlich wieder mit. Und dann fahren wir flussaufwärts und dann gucken wir, dass wir dann ein gescheites Plätzchen finden, wo wir dann die nächsten ein, zwei Nächte verbringen mit hoffentlich sehr viel Fisch. Schöner Boller. Ja. 1,70, dieser schöne Fisch. Ein richtig massiver Fisch ist das. Ein richtig brutalen Nacken. Wie man hier sieht, das ist ein richtiger Bulle ist das. Ja, das ist unsere dritte Angelnacht auf Waller. Und das ist jetzt schon hier an diesem Spot. Wir haben zwei Plätze bisher befischt. In der ersten Nacht hatten wir vier schöne Fische. Und das ist jetzt schon der dritte Fisch hier an diesem Platz. Also insgesamt macht das mit dem, wenn wir den kriegen, 7 Fische. 1,40 Meter. Ja, beim Fiedern. Schöner Wildkarpfen eingestiegen. Das passiert hier natürlich auch. Ja, beim Fiederangeln richtig schöner Karpfen eingestiegen.
Ja, jetzt haben wir die, ich glaube, die vierte Nacht. Ich weiß es nicht. Fakt ist, es ist die nächste Nacht eingebrochen oder der Abend. Das heißt, wir haben wieder eine heiße Phase vor uns, wieder eine Nacht, hoffentlich mit gut Fisch. Wir haben die letzten Nächte, wo wir gefischt haben, haben wir Fisch bekommen auch. Wir haben in den ersten zwei Nächten haben wir 4 Fische bekommen, dann haben wir jetzt wieder 3 Fische bekommen. Und an der Stelle haben wir schöne Fische bekommen, bis 1,70 Meter, 2 Stück davon. 1,41 Meter, 1,40 Meter war auch dabei. Jetzt haben wir etwas größere Köder auch genommen, das heißt, mal gucken, was diese Nacht so geht. Fakt ist, wir sind ziemlich heiß drauf, weil es riecht hier förmlich nach Wels, es hat hier ordentlich geraubt und es sind auch dickere Brummer dabei. Und deswegen sind wir einfach heiß drauf und letztendlich die Routen jetzt draußen. Jetzt kann der spannende Teil des Abends kommen. Einfach nur genial, super. Ja, jetzt die nächste Nacht, die nun vorbei ist. Wir hatten von 7 Routen, haben wir 6 Routen draußen gehabt. Einfach aus dem Grund, weil wir hier an dem Platz, was Köderfische betrifft, ja, sehr zu kämpfen haben, vernünftige Köderfische zu bekommen. Das ist doch recht schwierig. Wir sind wirklich den ganzen Tag nur am Fiedern. Entweder kommt da mal ein richtig schöner, stattlicher Karpfen, den wir nicht verwerten können. Oder eben halt, es sind zu kleine und so das, was wir brauchen, das ist dann einfach zu selten dabei. Nichtsdestotrotz haben wir dann 6 Routen zum anderen Ufer abgespannt. Waren eigentlich guter Dinge, weil die Nacht davor haben wir sehr schöne 3 Fische bekommen. Allerdings müssen wir sagen, lief gar nichts. Wirklich nichts. Hinzu kommt aber auch, dass man erwähnen sollte, dass hier wirklich nichts geraubt hat. Es war komplett Totenstille. Die Nacht davor, wo wir gut gefangen haben, hat man es wirklich an jeder Ecke, an jeder Stelle rauben hören und auch sehen. Und die letzte Nacht, die war einfach Totenstille, Mixmäuschenstill. Ja, letztendlich haben wir halt nichts bekommen die Nacht. Ja, und jetzt, wenn wir wieder ein bisschen flussabwärts fahren, da haben wir uns schon eine gute Stelle ausgeguckt gehabt, als wir hier hochgefahren sind. Und da wird der Fluss ein bisschen schmaler. Ziemlich viel Totholz im Wasser, wo wir abspannen können. Allerdings sitzt man da wirklich direkt im Busch, direkt im Geäst drin. Und wie gesagt, da müssen wir auch gucken, dass wir auch eine einigermaßen gute Ecke finden und ein bisschen was frei machen. Gegebenenfalls. Und ja, hoffen natürlich, dass diese Nacht was geht. Wir haben jetzt noch ein paar Köder für genau eine Nacht. Und ja. Wie gesagt, wir probieren da noch ein paar Köderfische zu fangen. Es wäre super, wenn das gehen würde. Ansonsten werden wir weiter flussabwärts fahren nach dieser Nacht. Aber mal gucken. Jetzt heißt es erstmal Sachen zusammenpacken, runter und dann hoffen. Ja, die Bilanz bis jetzt haben wir Hälfte unseres Trips rum. Und 7 schöne Fische konnten wir fangen bis jetzt. Eine Nacht, wo wir jetzt nichts gefangen haben, aber okay, es gehört dazu. Es war ein bisschen hart, aber ich sag mal, wir haben noch ein paar Nächte vor uns und da sollten wir ein bisschen optimistisch sein und hoffen, dass wir unser Ziel, den einen oder anderen bulligen Fisch noch fangen. Auf jeden Fall. Deswegen sind wir hier. Okay. Thank you.
Ja, die Nacht ist vorbei. Wir haben es jetzt 9 Uhr. Wir konnten in der Nacht einen Fisch fangen, 1,10 Meter. Also nicht das, was wir hier erwartet haben, sag ich mal. Ja, die Ruten sind jetzt noch drin. Und wir werden die aber gleich einholen und dann den Platz wechseln, spontan. Wir wollten eigentlich 2 Nächte den Platz hier geben, aber ja, wir werden einfach zu einem anderen Bereich fahren, zu einem tiefen Loch, zu einer Brücke, wo wir auch schon im Vorfeld gute Erfahrungen gemacht haben und auch schon von anderen Fischern gehört haben, die wir kennen, dass wir ziemlich gut, gefangen haben. Und da liegen einfach Großwälse. Ja, jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann sehen wir weiter. Richtiger Top-Köderfisch. Eine gute alte Karausche. Ja, wir haben ja einen Fisch gefangen hier an der Stelle, den mit 1,25 Meter. Aber wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir hier noch bleiben. Und ja, wir fangen jetzt hier ein paar Köderfische, ein paar neue. Ein paar Karauschen haben wir noch. Wir haben hauptsächlich gestern Märschen angeboten. Da wir sie auch nicht hältern können und gestern viele Märschen gefangen haben. Ja, und die sind halt meistens nicht so lange fit und halten so eine Nacht manchmal gar nicht durch am Haken, sodass man sie am nächsten Tag später schon total verendet einholt. Und da wir aber in den Morgenstunden vor allem agile und topfitte Köder brauchen, nehmen wir jetzt für diese Nacht Karauschen und hoffen, dass wir noch ein paar fangen. Ja, Nacht Nummer 3 an diesem Spot haben wir rum und ernüchtern muss man sagen, wieder nichts gefangen. Was heißt wieder nichts gefangen? Von 3 Nächten haben wir 2 Nächte, wo wir nichts gefangen haben hier. Wir haben es wirklich versucht, weil wir haben echt schöne Welse rauben sehen, auch am Tag und in der Nacht sowieso. Auch sehr viele Eschenschwärme, die wir hier haben und da haben wir uns einfach gedacht, diesen Platz muss man einfach intensiv befischen. Ja, letztendlich ein Fisch hier an diesem Spot, 1,25 Meter. War ein schöner Fisch, keine Frage. Aber für 3 Nächte einfach zu wenig. Jetzt haben wir noch eine letzte Nacht vor uns. Und wir hatten ja vorher schon überlegt, ob wir doch vielleicht einen anderen Spot befischen sollten. Haben wir aber nicht gemacht, aber letztendlich sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir es jetzt für die letzte Nacht nochmal machen werden. Das heißt, wir werden wieder flussaufwärts fahren, eventuell zu einem unserer älteren Spot. Diesen werden wir dann aber anders befischen. Den haben wir uns auf der Karte angeschaut, da haben wir ein paar andere heiße Ecken gesehen, die wir auch mit unseren Routen erreichen können, das heißt andere Ufer abspannen. Letztendlich bleibt dann wirklich nur noch zu hoffen, dass wir den einen oder anderen schönen Wels fangen. Also wir wollen auf jeden Fall noch einen Wels sehen, definitiv. Das wären nicht wir, wenn wir nicht bis zum letzten Tag alles geben würden. Es war ein bisschen jetzt schlecht gelaufen die letzten 3 Nächte oder letzten 4 Nächte sogar. Aber eine Nacht haben wir noch und da geben wir nochmal alles, definitiv. Jetzt machen wir uns nochmal ein bisschen frisch, trinken wir nochmal einen schönen Kaffee. Dann packen wir auch recht früh ein, weil es dauert ein bisschen, bis wir oben sind. Und dann hoffen wir mal, dass wir die letzte Nacht noch mal was reißen können. Wäre natürlich geil.
Ja, letzte Nacht. Da sind wir dabei, unsere Routen am neuen Platz auszulegen. Ja, letzte Nacht, erster Biss. Das sieht schon vielversprechend aus. Hofft natürlich, das bleibt nicht bei dem. Damit mein Kollege Masum auch noch mal ran kann. Das ist ein besserer. Das ist ein besserer. Geil. Das in der letzten Nacht. Hoch. Alles gut. Oh, geh nach vorne hinter das Boot. Hinter das Boot. Besser. Das ist ein richtig guter Fisch. Das ist ein guter Fisch. Das ist kein kleiner. Geil. Da muss halt noch was gehen. Die Wellen sind losgezogen. Unser Plan ging auf. Eine Route am anderen Ufer angeködert. Hier haben wir ein tiefes Loch und voller Welse. Und jetzt aussieht, sind die heute auf Jagd gegangen. Hört man noch mehr klatschen. Da muss noch was gehen. Wenn der keine 2 Meter, dann weiß ich auch nicht. Der hat seine 2 Meter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ein richtig guter Fisch. Das ist ein richtig guter Fisch, ist das. Oh, das ist ein guter Fisch. Oh. Deswegen sind wir hier. Giant Catfish Hunting, wa? Kann man so sagen, ja. Das ist ein guter. Den wollen wir. Gucken. Ein guter Fisch. Oh, das ist ein guter. Oh. 2 Meter, garantiert. Der Bursche. Hatten wir doch den richtigen Riecher. Ich dachte am Anfang erst ein halbstarker, aber wirklich ein schöner Fisch. Oh. Ah, der wird wohl seine 2 Meter haben, der Fisch. Wenn das mal reicht. Oh. Oh. Heiliger Jesus.
Gier. Ich geh mal ein bisschen weiter hinten. Pepperoni. Ah, im September. Geil. Letzte Nacht. Also richtig will er noch nicht. Ah, hier ist der geile Fisch. Richtiger Klopper. Ein richtiger Monsterschädel ist das. Boah, das ist ein Prachtexemplar. Gut, den werden wir jetzt erstmal auf die Matte holen und anleihen, damit ich sie erstmal holen kann. Die Fotos werden wir morgen machen. Und dann zeigen wir ihn bei Taglichten voller Pracht. Boah, geil! Kann man anleihen, richtig Ausnahmefisch. Den fängt man nicht alle Tage. Petri. Petri, dank. Dafür sind wir hergekommen. Jetzt haben wir ihn. Ja, alle Schnur, was wir angeboten haben, machen wir natürlich wieder ab. Ist auch sehr viel Schnur von fremden Anglern dabei gewesen. Ist nicht nur an diesem Platz, generell an den anderen Plätzen auch. Da sollte man einfach gewissenhaft sein. Und die Schnüre entfernen, beziehungsweise von anderen, wenn man welche sieht, auch wieder mitnehmen. Weil wenn das jeder macht, dann sieht das irgendwann richtig scheiße aus, sag ich mal. Und irgendwann macht man sich auch unbeliebt. Weil das bekommt irgendwann mit der Zeit auch die einheimischen Leute mit. Und dann gibt es auch Dauer Ärger oder Probleme. Und dann, das muss ja nicht sein. Man will ja noch öfter hier fischen und auch über längere Zeit noch. Und von daher einfach abnehmen. Alles abmachen, auch andere Schnur mitnehmen und dann schauen wir uns gleich mal den Bollerfisch an. Richtig geil. Geil. Hier kann das so aussehen. Oh. Dafür sind wir hergekommen. Das ist das Tier. Unsere ganzen Anstrengungen. Bis auf die letzte Nacht, dann hat's geknallt noch gut, da war richtig geknallt. Der Wahnsinn. Hammer Tier. Das ist Weltangeln. Frankreich.